Casual Gaming. Nintendo Entertainment System. Enjoy my channel and have fun. Mann, ey, dieser Teppich. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Es ist NES-Zeit und ich zeige euch den NES-Pinball. Und ja, wieder ein weiteres Pinball-Game in meiner Sammlung. Und wenn ich es vorhin gerade richtig gesehen habe, gibt es zwei Spielmodi und bis zu zwei Spieler können das Game zocken. Und ich starte einfach mal. Müssen wir gerade gucken hier. Aus irgendeinem Grund macht da nichts. Liegt das am Modul oder was ist hier los? Ach, Freunde. Nee, was ist denn hier los? Was will denn hier nicht? Ich glaube, ich muss das Modul doch nochmal putzen. Ich drücke mal kurz Reset hier. Ja, es zickt rum. Ach, das mag ich ja gar nicht. Scheiße. Ja, das ist der typische Vorführeffekt. Hier, du Scheißding! Nicht nur der gute Kaltduscher 100 hat das Problem, als er seine NES-Topliste gemacht hat. Nein, jetzt zickt er. Das Virus hat sich auf meine Konsole übertragen. Jetzt muss ich hier erstmal das Modul putzen und dann schauen wir gleich mal weiter, ne? Also, stoppe ich das mal. Scheiße. So, das Modul ist geputzt und siehe da, es funktioniert. Denn wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann liegt es bisher nur am Modul. Die Konsole ist absolut in Ordnung. Und jetzt muss ich mal gucken, wie zieht man dann hier den Ball ab? Ich würde sagen mit A. Ich habe ja wieder mal kein Handbuch. Ah ja, mit dem D-Pad nach links bedient man den linken Hebel und mit rechts den rechten. Und jetzt, ja, lassen wir mal den Ball rollen und gucken mal, ob wir ein paar Pünktchen hier machen, ne? Ich liebe Pinball-Games. Okay, das ist ziemlich heftig. Das ist schnell draußen. Okay, Ball 2. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen weiterkommen. Das ist natürlich, das ist sehr einfach gehalten von der Grafik. Es gibt Pinball-Games auf dem NES, die deutlich aufwendiger sind. Ich habe da schon so ein paar Sachen gemacht. Wie zum Beispiel der Pinball. Der ist also aus so einer Pseudo-3D-Perspektive. Und das sieht natürlich schon ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz, auch solche Pinball-Games hier können durchaus Spaß machen. Und ja, so sieht er aus. Mal gucken, vielleicht gibt es hier auch sowas wie Minispielchen oder so. Manchmal gibt es sowas nämlich auch, dass man so eine Bonussequenz oder sowas freischaltet. Wäre ja hier auch möglich. Ball Nummer 2, nee, Nummer 3 ist schon der letzte Ball, wenn ich es gerade richtig sehe. Und dann gucke ich mir gleich mal Spielmodus B an. Falls ich das irgendwie eingestellt kriege. Ja, hier geht es einfach darum, möglichst viele Punkte zu machen, nicht wahr? Aber ist doch schon mal ganz nett hier. Gefällt mir nicht schlecht. Irgendwie schalte ich da auch gerade, aktiviere ich hier gerade alles Mögliche. Keine Ahnung, auf was man schießen muss, damit die Zahlen aufhören, sich zu... Oh. Witzig ist, dass es eben hier zwei Ebenen hat. Ah, schön, dass er da nicht über die Seite rausgehen kann, deswegen geht er dann in der Mitte raus. Es ist ja immer das Gleiche, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich Game B aktiviert kriege mit B. Nö, mit Select. Ah, mit Select. Okay. Starten wir mal Game B. Keine Ahnung, was Game B macht. B wie besonders schwer oder so? Keine Ahnung. Im Moment sehe ich erstmal keinen Unterschied zu Game A.
Aber irgendwas muss ja anders sein. Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Aber ich mag den. Simpel, aber spaßig. Auch die Kugel rollt so einigermaßen realistisch. Ich frage mich, was passiert, wenn man den da rechts in das Rote, in die Öffnung reinschießt. Was da wohl passiert. Aber wahrscheinlich wird mir das nicht gelingen. Ah, dann kommt er wahrscheinlich direkt hier unten wieder raus. Vermutlich. Also wäre das gar nicht mal so gut, den da oben reinzukriegen. Dann hätte ich ihn direkt hier unten. Okay, die Side Lanes sind safe. Aber... jo, das war schön. Sonst wäre der jetzt futsch gewesen. Jo. Gib mir Punkte. Boah, wieder Schwein gehabt. Wieder fast der Ball weg gewesen. Ja, so sieht das Game aus. An sich ganz nett. Und zwei Bälle haben wir noch. Die verschießen wir auch noch. Da haben wir beide Modi mal gesehen, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt eher erstmal so keinen wirklichen Unterschied feststelle. Was hier nur sich da der erste vom zweiten Modus unterscheidet. Fällt mir zumindest jetzt momentan nicht auf. Und da ist er auch schon weg. Und der letzte Ball. Sit. Das ist übrigens egal, wie man das D-Pad bedient. In jeder Richtung wird das aktiv. Genauso wie der A- und B-Feuer-Button. Die sind beide für rechts und das D-Pad ist für links egal, wie man es dann drückt. So gesehen gibt es da auch nichts Spezielles. Boah, jetzt geht's aber zur Sache. Ja, okay. Das war's da eigentlich schon. Das waren mal beide Modi. Nintendo Pinball. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keinen spürbaren Unterschied zwischen beiden Modi festgestellt. Zumindest ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Ansonsten, es funktioniert dann doch das Modul, da bin ich ja ganz dankbar und ja, es lässt sich gut spielen. Die Ballphysik ist einigermaßen in Ordnung, jetzt ist der scheiß Kamera-Akku leer. Das heißt, den Rest des Videos habt ihr jetzt ohne Bild von mir, ist aber auch scheißegal, weil ich bin ja sowieso fertig. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem Game meint. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, euer Tomaniac. Ja, liebe Leute, wer hätte das gedacht? Es gibt doch ein Zwischenspiel, wenn man da unten reinspielt in das Rote. Dann gibt es hier so ein Bonus-Level. Ich hoffe, dass mir der Ball jetzt nicht gleich sofort rausfliegt. Ja, genau das meinte ich. Okay, auf jeden Fall habt ihr es mal ganz kurz gesehen, dass es da noch was gibt.